Hallo und herzlich willkommen im NAMU zu einer weiteren Folge aus unserer Sonderausstellung Pioniere des Tierreichs, die verborgene Vielfalt der Gliederfüßer. Nach den echten Spinnen in der letzten Folge werfen wir heute einen genaueren Blick auf ihre Verwandten innerhalb der Gruppe der Spinnentiere. In sehr trockenen Gebieten leben die Walzenspinnen. Im Gegensatz zu den echten Spinnen fällt der segmentierte Hinterleib sowie die langen Taster auf. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind ihre scherenartigen Kieferklauen oder Helizeren. Mit ihnen wird die Beute gepackt und zerkleinert, doch die Tiere nutzen ihre kräftigen Mundwerkzeuge auch zum Graben von Höhlen. Eine weitere bizarre, dennoch sehr spannende Ordnung innerhalb der Klasse der Spinnentiere sind die Geißelspinnen. Auch sie verfügen über die typischen Körpermerkmale der Spinnentiere. Ein deutlich erkennbarer Vorderkörper, an dem vier Beinpaare sitzen. Wobei ein Beinpaar, hier blau, stark verlängert ist und den Tieren zum Tasten dient. Die eigentlichen Taster oder Pedipalpen, wie wir sie von anderen Spinnen kennen, sind zu Fangapparaten, ähnlich der Gottesanbeterinnen, umgewandelt. Dazwischen sitzen, wie bei allen anderen Spinnen auch, die Kieferklauen, die Helizeren. Der Hinterleib ist deutlich vom Vorderkörper abgegrenzt und verfügt im Gegensatz zu den Spinnen über keinerlei Spinnwarzen. Je nach Art sind die Fangarme mal dicker, mal dünner oder haben mehr oder weniger Dornen. Da Geißelspinnen ungiftig sind, sind ihre Fangarme umso wichtiger für sie. Dennoch sind ihre Kieferklauen nicht Scheren, sondern wie bei den Spinnen säbelartig. Interessant ist auch die Brutpflege dieser Tiere. Ohne Spinnwarzen können sie auch keine Seide und damit keinen Kokon weben. Daher tragen sie ihre Eier in einer Art Tasche unter dem Hinterleib mit sich herum. Nach dem Schlupf klettern die Jungtiere auf den Rücken der Mutter und werden von ihr eine Zeit lang beschützt. Viele Geißelspinnenarten scheinen untereinander wesentlich verträglicher zu sein als viele andere Spinnentiere. Eine weitere sehr spannende Ordnung der Spinnentiere sind die Geißelskorpione. Wie auch die Walzen- und Geißelspinnen sind die Geißelskorpione ungiftig. Sie packen die Beute mit den kräftigen Scheren und zerkleinern sie mit ihren Mundwerkzeugen. Wie bei den Geißelspinnen sind die Helizeren der Geißelskorpione ebenfalls säbelartig. Trotz des fehlenden Giftes sind die Tiere nicht ganz wehrlos. Bei Gefahr können Geißelskorpione mit ihrem Schwanz ein essigsäurehaltiges Gemisch versprühen. Wie der Name vermuten lässt, ähneln Geißelskorpione stark den echten Skorpionen. Und beide Gruppen weisen die typischen Merkmale der Spinnentiere auf. Die Zweiteilung des Körpers ist nicht ganz so offensichtlich wie bei den Spinnen, doch auch hier sitzen am Vorderkörper die vier Beinpaare. Wie schon die Geißelspinnen verfügen auch die Geißelskorpione über ein verlängertes geißelartiges Beinpaar. Die Taster der Tiere haben sich ebenfalls zu Scheren entwickelt, mit denen sie ihre Beute festhalten können. Im Gegensatz zu den Krebstieren zählt man die Scheren der Skorpione allerdings nicht zu den Beinen hinzu. Wie bei den anderen Vertretern der Spinnentiere sitzen die Kieferklauen wieder zwischen den Tastern. Der segmentierte Bereich hinter dem letzten Beinpaar ist der Hinterleib, dessen letzte Glieder den Schwanz und Stachel des Skorpions bilden. Das letzte Segment, das Telson, besteht aus der Giftblase, in dem das Gift gebildet wird, und dem Giftstachel, mit dem der Skorpion sein Gift überträgt. Geißelskorpionen fehlt der Giftstachel. In ihrem Schwanzfortsatz, dem Flagellum, sitzen allerdings große Drüsen, die ihr Abwehrsekret produzieren. Skorpione sind in ihrem Körperbau sehr einheitlich. Dennoch gibt es spezielle Anpassungen an ihren Lebensraum, wie der flache Körper dieses Spaltenskorpions beweist. Die Giftigkeit eines Skorpions erkennt man meist an seinen Scheren. Tiere mit kräftigen Scheren brauchen kein so starkes Gift,
dass sie ihr Beutetier auch so gut greifen und überwältigen können. Skorpione mit dünneren Scheren, wie dieser Dickschwanzskorpion, der in der Gifttierausstellung zu sehen war, benötigen ein stärkeres Gift, das beim Beutefang auch sehr schnell zum Einsatz kommt. Eine weitere spannende Eigenschaft der Skorpione können wir unter Schwarzlicht beobachten. Die Chitinplatten der Skorpionpanzer fluoreszieren, also leuchten. Welchen Nutzen das für die Skorpione hat, ist nicht vollends geklärt. Uns ermöglicht es allerdings einen besseren Blick auf die scherenartigen Kieferklauen bei der Nahrungsaufnahme. Ebenfalls spannend ist die Vermehrung der Skorpione, denn die Eier entwickeln sich im Muttertier. Wie auch schon bei den Geißelspinnen klettern die fertigen Skorpionbabys auf den Rücken der Mutter und verbleiben dort eine Weile, bis sie sich zumindest einmal gehäutet haben. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Am besten ihr abonniert den YouTube-Kanal Namu Wissen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere Ausstellung, die Pioniere des Tierreichs, endet leider schon dieses Wochenende. Also nutzt noch die letzte Chance und besucht uns im Namu. Ich würde mich freuen.